muss da an aller Deutlichkeit sagen, das darf nicht erst 2021 besser werden, sondern eigentlich haben wir durch gesetzliche Regelungen schon im Jahr 2015 dieses sogenannte Entlassmanagement aus dem Krankenhaus gesetzlich geregelt, dass Krankenhaus die Pflege anleiern kann, dass Krankenhaus Medikamente verordnen kann für 7 Tage, dass Krankenhaus Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen kann, Physiotherapie und alles, was notwendig ist. Und wir haben für so spezielle Fälle, wie es jetzt bei Ihrer Mutter war, die sogenannte Überleitungspflege geregelt. Das heißt, wenn Sie keinen Anspruch hätten auf Pflegeversicherung, hätten Sie trotzdem Anspruch auf Kurzzeitpflege. Also für mich war das jetzt hier wirklich ein eklatantes Versagen des Sozialdienstes in der Klinik, in der Ihre Mutter war, dass sie so in dem Zustand in der Verfassung nach Hause gekommen ist. Deswegen habe ich mich da auch so fürchterlich darüber aufgeregt und versucht, mich darum zu kümmern. Frau Dittmar, gehen wir jetzt mal von dem Einzelfall weg. Ja. Es ist auch vorhin angesprochen worden, wir wollen hier keine Telemedizin auf dem Land haben, wir wollen real existierende Ärzte, die wir anfassen können. Jetzt ist aber mittlerweile so, dass die Zahl der Babys, die in den Rettungswägen geboren werden, steigt, weil Grünz herum jede Geburtsklinik zumacht. Wie sieht es 2021 aus, Frau Dittmar? Ja, also erstmal zu der Zahl der Babys, die in den Rettungswegen steigt. Ich habe das auch gelesen in diversen Presseveröffentlichungen und bin dem deswegen nachgegangen. Also ich habe sowohl vom Staatsministerium Gesundheit und Pflege als auch vom Staatsministerium des Inneren die Auskunft bekommen, dass das nicht der Fall ist. Dann sollten Sie mal mit den Ärzten reden, weil die denen habe ich mich nicht zufrieden gegeben und habe deshalb mich nochmal mit dem Bayerischen Roten Kreuz in Verbindung gesetzt. Aber auch die können keine vermehrte Zunahme an Geburten im Rettungsdienst feststellen. Was uns jetzt aber nicht von der Debatte entpflichtet, darüber zu diskutieren, wie sieht es mit der Geburtshilfe aus. Und da muss ich halt einfach in aller Deutlichkeit sagen, für die Planung, für die Krankenhausplanung ist, das kann man jetzt gut finden oder auch nicht, aber das ist momentan verfassungsrechtlich so geregelt, ist das Bundesland zuständig. Und da brauchen wir einfach klare Ansage, einen klaren Krankenhausplan, wo drin steht, wo brauche ich welche Abteilung mit wie vielen Betten und mit welchen Leistungsstellen. Aber es scheint ja nicht zu funktionieren, wenn man sich die Patienten anhört. Lucy, du möchtest da was zwischenfragen? Also ich möchte sagen, was ich ja verstehe an alle Parteien, ist eine Diskrepanz. Wir brauchen mehr Pflegebetten, wir brauchen mehr Pflegekräfte und wir wissen alle, Pflegekräfte werden beschissen bezahlt. Ja? Also beschissen. Es ist nichts von der Schweiz. In der Schweiz wird der Beruf von einer Krankenpflegerin, einer Altenpflegerin anerkannt. Eine Frau, ich habe meinen Vater 1,5 Jahre in den Tod begleitet. Mein Vater war locked-in, er war blind, er hat mich über Schläuche, einfach so. Ja? Diese Krankenpflegerinnen haben meinem Vater als einen Fremden den Arsch ausgewischt. Ich habe das dann auch gelernt. Ja? Man kann, wenn man muss. Diese Krankenpfleger haben diesen schweren Körper von meinem Papa, diese 60 Kilo Frauen, gehoben und hin und her geschoben. Das ist eine körperliche und seelische Arbeit, die völlig unterbezahlt ist. Und ich frage mich, das ist doch kein neues Thema. Das Thema existiert doch seit 30 Jahren. Warum ist da nichts vorangegangen? Aber ich antworte da auch gerne. Sie sind doch flexibel, Frau Dittmar. Ja, natürlich haben Sie da recht, dass Pflegekräfte schlecht bezahlt werden und vor allem auch noch sehr, also schlecht will es mal, also in den öffentlichen Diensten und so, also da muss man sagen, oder was tariflich geregelt ist, ist es an für sich, sagen wir auch die Pflegekräfte, okay, aber wir haben bei vielen, vielen Anbietern miese Löhne, wir haben, da ist es vielleicht nicht an, oder was? Ja, schon, wir haben eklatante Lohnunterschiede bei den Fachkräften zwischen Nord und Süd und zwischen Ost und West und zwischen Krankenpflege und Altenpflege. Und deshalb war, glaube ich, das ein erster wichtiger Schritt, dass wir jetzt das Pflegeberufegesetz auf den Weg gebracht haben. Aber Frau Aumeier, Sie wissen auch, die Löhne verhandeln die Gewerkschaften. Wir als Gesetzgeber. Ich bin Gewerkschaftstochter, deswegen interessiert es mich ja. Wissen Sie, da habe ich dann eine Schwester gehabt, die hat dann 3-mal Schicht hintereinander machen müssen, weil die Kolleginnen krank waren. Und dann habe ich gesagt, ich bin Gewerkschaftstochter, jetzt beschweren Sie sich doch einfach. Wissen Sie, was ich gesagt habe, ganz kurz? Der hat gesagt, wissen Sie, wenn ich mich bei meiner Chefin beschwere, dann zieht die einen Zettel raus und sagt, hier sind 40 Bewerbungen für Leute, die für mich in der Gesellschaft arbeiten. Aber die 40, das ist ja eigentlich die Klu an der Geschichte, die 40 Bewerbungen, die gibt es ja gar nicht. Wenn wir die hätten, dann würden wir jetzt ja nicht über Pflegenotstand sprechen. Ja? Aber wenn beide Seiten gebraucht werden, Pflege. Ich kann nur an die Pflege appellieren,
sich wirklich da zu organisieren, ob sie das in Gewerkschaften oder in Fachverbänden tun, die müssen ihre Adressen da artikulieren und auch entsprechend durchsetzen. Ich halte das für ganz wichtig, dass die Andrea Nahles, die jetzt alle mal an den runden Tisch geholt hat, zum Pakt für gute Löhne in der Pflege und auch in der Erziehung, denn das sieht doch eigentlich genauso aus. Alle Frauenberufe sind so schlecht und missbezahlt. Ja, absolut. Dass wir einen Branchentarifvertrag, Soziales zum Beispiel, zustande bringen. Aber es ist wichtig, dass jetzt wirklich alle Player, auch die kirchlichen Träger, wir haben ja dann immer noch in der Pflege das Problem des dritten Weges, ja, vom Arbeitsrecht her, jetzt mal einen Tisch zu holen und dafür zu sorgen, dass man da mit dem Tarifvertrag schon weiterkommt. Und das dann allgemein für mich erklärt, wenn wir mal ein ganzes Stück weiter. Ich finde ja, was Sie machen als Frauenpolitik, Sie gesagt, für die große Klasse, und man muss auch mal erklären, dass Sie allgemeine Ärzte sind und viel getan haben. Aber da muss ich auch sagen, die SPD hat sich für die Frauen- und Familienrechte, weil Renate Schmidt ist eine gute Freundin von mir, schon sehr, sehr lange dafür eingesetzt und Gott sei Dank auch viel getan. Bei mir war das Problem einfach, ich verstehe es immer noch nicht, man braucht mehr Pflegebetten, man braucht mehr Pflegekräfte, also muss man das beides finanziell attraktiver gestalten. Ich würde ganz gerne den